Hab Dank. Das war Verrat, nichts anderes. Und sie haben die Kapelle entweiht. Miss Thorne sagte, ich sollte froh sein, dass sie mich nicht direkt töten. Frechheit. Sie hat es auf ein Objekt mit großer Macht abgesehen. Sie darf es auf keinen Fall stehlen. Doch nicht die Kronjuwelen? Etwas viel Bedeutenderes. Wir müssen sie stoppen. Ich habe noch ein paar Getreue. Ich rufe sie zusammen. Also gut, Gentlemen, wir haben es mit einem Feind zu tun, mit dem wir nicht gerechnet haben. Verräter in unserer Mitte. Doch diese junge Frau steht an unserer Seite und kennt ihre Methoden. Folgt ihren Anweisungen, als kämen sie von mir. Ja, Sir. Wenn der Constable es sagt, dann müssen wir. Für Queen Victoria! Haltet sie!
Also, da haben sie mich schließlich doch noch erwischt. Und was haben sie nun davon? Das Tuch ist nicht hier. Sie wollten es als Heilmittel, um ihre eigene Macht auszuweiten. Nicht meine. Unsere. Ihr seid so kurzsichtig. Ihr hortet die Macht und setzt sie niemals ein, während wir damit die Leben der Menschen verbessern würden. Ich hoffe, ihr findet das Tuch nie. Ihr habt ja keine Ahnung, was es bewirken kann. Dann sagen Sie es. Nein. Terrible anxiety. And so, was Doctor suggested, I... Das wird böse für dich enden. Ich hoffe, du landest in der Hölle. Was ist los? Ich muss leider Alarm schlagen. Du solltest dir verschwinden, bevor ich das tue. Ich werde warten, solange ich kann. Was warten. Gut, dann schlag mal langsam Alarm. Je mehr, desto besser. Notieren Sie und dann versiegeln Sie es, bis Sie neue Anweisungen erhalten. Miss Thorn. Ich verfüge nun über die Mittel, um Londons Zukunft zu sichern. Die Stadt dankt Ihnen. Der Orden dankt Ihnen. Ich danke Ihnen. Aber das Tuch kann nur einer tragen. Daher löse ich die Partnerschaft hiermit auf. Ich verschaffe Ihnen ein angemessenes Einkommen bis ins Alter. Aber mehr kann ich nicht tun. Möge der Vater des Verstehens Sie leiten. Ja, was ist denn? Miss Thorn, Sir. Was ist mit ihr? Es tut mir leid, Sir. Sie ist tot. Und der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Man fand keinen Schlüssel bei ihrer Leiche, Sir. Wird mir gehören. Und wenn ich dafür die Feuer der Hölle entfachen muss, den Brief verbrennen.
Busfeder wütet weiter! Ich nehme eine. Bitteschön, Sir. Ich sage, wir hören auf mit diesem Wohlfahrtsnonsens für Fremdlinge und konzentrieren uns auf das, was London wirklich braucht. Eine stabile Führung, deren harte Arbeit alle zum Erfolg führen wird. Wie es den Größen der Wirtschaft ergeht, ergeht es der ganzen Welt. Hey! Du fauler Hund! Such dir Arbeit! Die besten Wachen, die man für Geld bekommen kann, werden Mr. Dredge auch nicht helfen. Komm mit mir. Ich habe Arbeit. Mach sie kalt. Verzeihen Sie, machen Sie Geschäfte mit dieser Bank? Immer gerade ausblicken und weitergehen. Kommen Sie! Sie wählen den falschen Baum an, Sir! Elender Schwachkopf! Ich lass Sie verhaften! Ich... Je weniger Sie sich wehren, desto schneller sind Sie frei. Augen nach vorn. Einen Moment mal. Die Stimme kenne ich doch. Fry. Sind Sie das? Fry! Jacob! Ich bin Sergeant Frederick Eberline. Freddy. Sergeant. Verdeckte Ermittlung. Es wird einen Überfall auf die Bank von England geben, dessen bin ich sicher. Überfall? Das ist eine Festung. Die Jungs im Revier dachten auch, ich scherze. Wäre nicht so witzig, wenn es um ihr Erspartes ginge. Wer steckt dahinter? Das ist streng geheim. Ach, kommen Sie, Freddy. Ich kann Ihnen helfen. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Auf frischer Tat ertappt. Eberline hatte immer recht. Nun, ein bisschen kann ich Ihnen sicher verraten. In jedem Quartal wird ein Zweig der Bank ausgeraubt, immer ein anderer Zweig. Und die Diebe werden ausgestattet von Cocker Merchants. Danke für den Tipp, Freddy. Es heißt Sergeant und ich werde Sie im Auge behalten.
für den täglichen Bedarf. Wenn ich nur wüsste, welche Lieferung es ist, dann könnte ich die Waffen zum Besitzer zurückverfolgen. Grandiose Idee, Freddy. Da wären wir, die Verladungsdocks. Wo sind jetzt die Cockham-Kisten für Mr. Plutus? Dass er hier lang gekommen ist. Da muss man mal nachschauen. Wo zum Teufel sind sie? Was ist los? Lauf mich einer. Tee. Vielleicht später. Hallo? Jetzt nur noch warten, bis die Kisten abgeholt werden. Thank you.
Sie soll schließlich nicht zu Staub zerfallen, oder? Beschützt diese Kisten. Jeder Fehler wird euch teuer zu stehen kommen. Macht ihr nicht ins Hemd. Wir haben's gehört. Gut, weil ich mich nicht wiederholen möchte. Eine Schande, dass ich keine Zeit für einen Pint habe. Verdammter Nebel! Meine liebe Schwester glaubt, ich könnte nur zerstören. Ich zeig ihr, wie ich Rechnungen begleiche. Führ mich zu Mr. Plutus. Auf geht's. Thank you.
Waffen sind hier. Genauso wie beim letzten Mal. Mr. Twopenny öffnet den Tresor, wir rauben ihn aus und schaffen das Geld in sein Lagerhaus. Beeilung, die Jungs warten schon. Zur Bank of England! Ja! Plutus ist Twopenny. Yeah.